Hallo zusammen, hier ist wieder euer Portalmeister Xalbotjen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns diesmal wieder an. Skylander Superchargers. Wir werden uns das nächste Kapitel angucken, in der Story etwas weiter voranschreiten. Und wir werden ein paar kleine Feststellungen machen zu einem quasi Mini-Rätsel, was es auch in dem Spiel gibt, und wir schauen einfach mal rein und gucken, was passiert. Wir eröffnen das Feuer! Achtung! Das ist, hier haben wir gleich eine versteckte Ecke gefunden. Und hier gibt's Moneten. Und einen Button. Für Spitfire. Spitfire. Jo, hier geht's nicht weiter. Dann weiter voran. Jo, hier. Ah, hier geht's nicht weiter. Ja, und da im Hintergrund sehen wir auf jeden Fall schon wieder eine Spezialaufgabe. Die weisen und gütigen Streitkräfte von Chaos haben die natürlichen Bewässerungsschächte unter dem Dorf blockiert und es geflutet. Sie sagten etwas von einem Badetag. Ich weiß auch nicht. Wenn ein Skylander heldenhaft alles Wasser ablassen wollte, müsste er darunter tauchen und die Verstopfungen lösen. Nur ein tapferer Skylander würde es wagen, Imperator Chaos herauszufordern und die Verstopfungen unter Wasser zu lösen. Ja, das war jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. Okay, lasst uns erstmal hier hinten noch kurz gucken. Ich bin ja eher so ein Fuchs, für den das Dorf immer halb voll ist. Also mache ich das Beste aus der Situation. Ich angle nach meinen Sachen. Das hilft, den Kopf freizukriegen. Achtung, Skylander! Chaos-Truppen sammeln sich, um zu verhindern, dass du den Wolkenatmerdrachen erreichst. Ja, aber das Wasserrad kommt man da oben zu dem Geld, so wie es ausschaut. Hier ist, boah, hier ist auch Schluss. Ach, da kommen die da alle aus dem Haus rausgehüpft. Okay. Moneten. Da ging es nicht weiter. Ja, da ist Persephone. Haben wir schon genug Kohle? Mal gucken. Ne, das reicht noch nicht. Ja, gehen wir jetzt zu dem Wasserfahrzeug oder gehen wir jetzt hier? Hey, bestimmt kannst du dieses Luftschiff hier, keine Ahnung. Lass dich einfach von meiner Großartigkeit inspirieren. Glaube dran. So.
Okay. Yep, das war genau wie Flynn. Jo, das ist typisch Flynn. Losliegen, abstürzen. Ha, guck mal, hier ist eine Hake. Was da wohl passiert? was passiert da wohl? Ja, nee, ist klar. Hier, boing. Hier nochmal. Und boing. Geil, eine Hake. Nochmal? Ah, komm. So, geht's hier weiter? Ah, guck hier unten. Ah, na gut, hier war nicht viel. Aber wieder eine kleine Ecke hier unten. So, was haben wir hier Schönes? Ich teste die Schwellenwerte elektrostatischer Anziehung zwischen Gegenständen. In diesem Fall sind es Schafe und Münzen. Du weißt schon, für die Wissenschaft. Ich brauche nur noch ein paar Messwerte, um mein Experiment abzuschließen. Willst du es mal versuchen? Ein Minispiel. Drachen-Minispiel. Okay. Ich steuere diesen Drachen. Und muss die Münzen einsammeln. Offensichtlich 30 Stück, so wie es ausschaut. Ah, die Steuerung ist etwas seltsam. Ich steuere nicht direkt. Ziehe quasi an der Strippe und der Drachen reagiert irgendwie im Nachhinein irgendwie schleppend hinterher. Okay. Das sieht einfacher aus, als es ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so, 30 Stück. Ja, das war ja, simpel gemacht, aber trotzdem irgendwie schwierig durch die Rückkopplung. Grundstein. Du musst ihm helfen, Skylander. Er verbraucht Schafe wie verrückt. Wenn er sein Experiment nicht bald abschließt, habe ich bald Wunschsteine. Keine Erde mehr, müssen wir auch mal wieder in den Wunschbrunnen schmeißen. Mal gucken, ob wir was kriegen. Und die Hake. Boing. Zu geil. Du musst uns helfen. Chaos Streitkräfte lassen uns rund um die Uhr an den Feuersteinminen schuften. Aber jetzt sind ein paar unserer Arbeiter da drin gefangen. Bitte rette die Minenarbeiter, Skylander. Tja, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Da gehen wir jetzt da rein. Geht's hier noch? Ich glaube, da geht's weiter. Dann müssen wir erst das hier machen. Ja, die Supercharger Bootsfahrt haben wir auch schon verpasst, weil wir das hätten wir erst machen müssen, bevor wir mit dem Schiff rübergeflogen waren. So, ah, guck, hier ist schon der erste. Der wahrscheinlich rechts sind wahrscheinlich noch welche. Da war ja auch noch ein Tor hier hinten. Da hinten geht es nicht weiter. Also rechts noch. Zwei von drei, drei von drei. Jo. Perfekt. Danke, dass du unsere Freunde da rausgeholt hast, Skylander. Du bist klasse. Ich meine, Lob sei Chaos. So, hier oben ist ein schmaler Gang. Jo. Ah, hier hinten ist was, genau. Und wieder so ein extra Hammer. Ah, guck mal da. Da sind wieder so eine Symbole, die man da in einer bestimmten Reihenfolge benutzen muss. Aber das machen wir irgendwie mal ein andermal. Also dieses Rätsel würde ich... das hebe ich einfach mal auf. Für später. Wir wollen jetzt in der Story quasi vorankommen. Also wir müssen gleich hier das Gong-Dingens da zusammenschieben. Das haben wir ja schon einmal gemacht. So, ich glaube, jetzt haben wir alles zerdeppert. Hier unten ist mal was. Ah, egal. So,
den Gong verschieben. So, zack. Und. Ah, falsche Seite. Nochmal zurück. Und. So, genau. Jetzt ist der Gong aktiviert. War jetzt nämlich hier dann. Genau, da hinten das Symbol. Siehst du das? Viereck, Dreieck. Dann jetzt quasi den Kreis. Bäm. Dann geht das Tor auf. Und dann müsst ihr jetzt noch den vierten dann dängeln. Aber das lassen wir. So, damit haben wir unser Kapitel geschafft. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen und Cheerio, bis zum nächsten Mal.